Wie alt ist deine Seele? Dies ist eine uralte Frage, die schon so oft gestellt wurde, über die wir aber immer wieder mal nachdenken. Hast du dich jemals gefragt, wie die Antwort darüber lauten könnte? Ob du vielleicht eine junge oder alte Seele bist? In diesem Podcast wirst du darüber Klarheit bekommen. Und ich freue mich schon auf deine Beiträge unter dem Video. Wie alt ist deine Seele? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute in diesem Podcast. Hast du auch schon öfters mal darüber nachgedacht, wie alt deine Seele sein könnte? Und hast du dich jemals gefragt, wie diese Antwort lauten könnte? Aus diesem Grunde habe ich eine Liste von Fragen zusammengestellt, an deren Beantwortung du selbst feststellen kannst, wie alt deine Seele ungefähr ist. Also, es ist sehr spannend. Freu dich auf meinen Podcast. Gleich geht's los. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Also, um diese spannende Frage zu beantworten, wie alt deine Seele ist, werde ich dir jetzt 11 Fragen stellen, an denen du erkennen kannst, wie alt deine Seele ungefähr ist. Beantworte sie für dich gewissenhaft und schreibe jeweils den Buchstaben deiner Antwort auf. Es ist entweder A oder B. Am Ende des Podcasts bekommst du die Auflösung. Also schreibe entweder A oder B jetzt dann gleich für jede Frage auf. So, und jetzt lass uns beginnen. Frage 1. Wenn du dich umschaust, was siehst du dann? A. Schönheit und Hoffnung oder B. Furcht und Dunkelheit? Sei ehrlich, wenn du diese Frage beantwortest. Die zweite Frage: Was inspiriert dich im Leben? A. Das Eingehen von Risiken oder B. Das Festhalten am gleichen Weg? Möchtest du lieber ein ruhiges Leben, wo du immer das Gleiche tust, oder möchtest du auch mal was riskieren? Das Riskieren ist das A, das B ist das Festhalten. Die dritte Frage: Wie kannst du am besten dich in die Welt einbringen? A. Durch Freundlichkeit und Mitgefühl oder B. Durch Stärke und Entschlossenheit. Wie bist du normalerweise, freundlich und mitfühlend oder bist du stark und setzt dich durch? Die vierte Frage: Woran glaubst du? A. An den Glauben oder B. An die Wissenschaft? Es gibt manche Dinge, die kann man nicht beweisen. An was glaubst du? An den Glauben? A. Oder B an die Wissenschaft. Frage 5. Was würdest du in deinen letzten Momenten auf der Erde tun? Bei A, Danke sagen und Liebe verbreiten. Oder B, so leben, wie du noch nie gelebt hast. So leben, wie wenn die Welt jetzt gleich untergehen würde. A oder B. Frage 6. Was möchtest du als dein Vermächtnis hinterlassen? A. Ein Vermächtnis der Akzeptanz und Freude oder B. Ein Vermächtnis der Macht und Kontrolle. Überlege genau, was für dich zutrifft. Frage 7. Wonach sehnt sich deine Seele? A. Nach Freiheit und Abenteuer oder B. Nach Komfort und Sicherheit. Was ist für dich wichtiger, Freiheit und Abenteuer oder B, Komfort und Sicherheit? Frage 8. Was hoffst du im Leben zu erfahren? A, Weisheit und Frieden oder B, Wissen und Macht? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. A, Weisheit und Frieden oder B, Wissen und Macht? Frage 9. Was wünschst du dir wirklich? A. Dir selbst treu zu sein
oder B, von anderen akzeptiert zu werden? Was ist für dich wichtiger? Frage 10. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben? A. Als freundlicher und liebevoller Mensch oder B. Als jemand, der Großes geleistet hat? Überlege genau, was für dich wichtig ist. Frage 11. Was würdest du wählen, wenn es das Letzte wäre, was du tun könntest? A. Anderen zu helfen oder B. Zu bekommen, was du möchtest? Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Zähle nun deine Antworten zusammen und schaue, wie viele A's und B's du bekommen hast. Addiere einfach alle A's und dann alle B's. Bist du bereit für die Ergebnisse? Wenn du überwiegend mit A geantwortet hast, dann ist deine Seele schon sehr alt und weise. Wenn du überwiegend mit B geantwortet hast, dann ist deine Seele noch jung und du hast noch viele Lektionen zu lernen. Jetzt gehen wir aber mal genauer in die Anzahl der A's. Also, wenn du 11-mal A hast, dann ist deine Seele ungefähr über 100.000 Inkarnationen alt. Das ist eine riesige Zahl, ich weiß es. Ich erkläre dir am Ende des Videos, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man 100.000 Mal inkarniert. Wenn du 10-mal ein A hast, dann ist deine Seele über 70.000 Inkarnationen alt. Wenn du 9-mal ein A hast, dann ist deine Seele über 50.000 Inkarnationen alt. Und wenn du 8-mal ein A hast, dann ist deine Seele ungefähr 40.000 Mal inkarniert. Wenn du 7-mal A hast, ist deine Seele ungefähr 30.000 Mal inkarniert. Bei 6-mal A sind es 20.000 Inkarnationen. Bei 5-mal A etwa 10.000 Inkarnationen. Bei 4-mal A liegst du zwischen 5.000 und 10.000 Inkarnationen. Und bei 3-mal A zwischen 2.500 und 5.000 Inkarnationen. Bei 2-mal A ist deine Seele weniger als 2.500 Mal inkarniert. Und bei 1-mal A ist sie zwischen 1-mal und 2.500 Mal inkarniert. Ja, was bedeutet das jetzt? Und du fragst dich sicher, wie kann es sein, dass eine Seele mehr als 100.000 Mal inkarniert ist? Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Da hast du recht. Mit unserem menschlichen Verstand und Geist ist es unvorstellbar. Es gibt zwei Gründe. Der erste, durch die Überlagerung der Zeitepochen ist es möglich, dass wir so oft inkarnieren. Du kannst es dir so vorstellen, dass die Zeitepochen übereinander liegen und sich teilweise überlappen. Daraus ergibt sich ein größerer Zeitraum, in welchem wir inkarnieren können. Auch ist es dadurch möglich, dass wir etwas in einem früheren Leben erlebt haben und es in der Gegenwart noch einmal erleben können, um eventuelles Karma abzubauen. Der zweite Grund ist, dass wir multidimensionale Wesen sind und dadurch in verschiedenen Zeitepochen und auch Galaxien gleichzeitig inkarnieren können. Aus diesem Grunde kommen diese hohe Zahl zusammen. Aber egal, wie deine Ergebnisse jetzt ausgefallen sind, denk daran, dass das Alter deiner Seele dich nicht zum Ganzen definiert. Denn du bist, wer du bist, egal wie viele Leben du schon hattest oder wie weise du zu sein scheinst. Also mach dir keine Sorgen, sei einfach du selbst und genieße das Leben, wie es kommt. Denn das Genießen und die Freude gibt uns Kraft, gut durch das Leben zu kommen. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, wie alt ihre Seele ist. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.